Servus zusammen, salve a tutti. Es ist Mittwochabend, ich mache das von unterwegs. Wir haben den 18. Mai und es ist 17.52 Uhr. Hier liegt der DAX. Ich habe jetzt mal diesen Trendkanal hier in blau gemacht, dann kann ich ihn auch ein bisschen besser erkennen, als wenn hier alles schwarz ist. Also das Erste ist, dass wir ziemlich genau wieder an diesen Trendkanal rangelaufen sind. Ich mache es mal größer für die Handynutzer. Wir sind da dran gelaufen. Wir machen mal ganz kurz drüber. Das reicht aber nicht. Nur mal drüber geschaut, und dann ist er leider runtergefallen. Wir handeln momentan bei 14, ziemlich genau 14.000. Und das sind wir jetzt hier da, wo heute auch der Schlusskurs war, 14.009. Jetzt sind wir bei 14.000. Also wir haben das erneut aufgegeben. Dieser Kanal hat weiterhin Bestand. Ich behaupte, dass dieser Kanal erst dann als endgültig gebrochen wird, wenn wir dieses Zwischenhoch hier, und das liegt bei 14.315. Wenn wir das, hier machen wir, da ist es ungefähr, überboten haben mit Schlusskurs. Erst dann gilt dieser Kanal als ad acta gelegt. Jetzt ist es so, der Freund dort von hier unten, vom Tiefpunkt 13.380, ist der ja schon hoch bis 14.227. Das ist ja schon mal ein Wort, weil das war auch schnell, das sind nur 7 Tage. Der hat jedes Recht auf eine Pause. Ja, stell dich das mal vor, der Aufzug ist kaputt und ihr müsst einen 10. Stock von irgendeinem Haus. Ja, dann seid ihr auch froh, wenn im 5. Stock irgendwo ein Sauerstoffzelt liegt oder wenigstens ein Imbiss, also ich zumindest. Ja, habe ich immer einen Horror davor, wenn der Aufzug nicht funktioniert. So, ab dem 7. Stock habe ich da keinen Bock drauf. Aber gut, deswegen hat der jedes Recht, sich hier eine Pause zu nehmen. Diese Pause kann ohne weiteres gehen, auf Tagessicht, bis zur 20-Tage-Linie, die ist bei 13.919. Da ist sie. Dann ist trotzdem alles in Ordnung. Ich habe euch auch die Fibos nochmal angelegt, von dem Ukraine-Low bis zum Hoch. Und da haben wir das 38er bei 13.969. Da sind wir nicht mehr weit davon entfernt. Jetzt die Frage, wenn wir morgen hier relativ flott runtergehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Gap hier, was wir hier haben vom 12.05., da war der Schlusskurs bei 13.739, dass wir das auch schließen. Deswegen habe ich euch heute einen Schein mehr reingepackt. Das ist recht wahrscheinlich dann. Wenn der jetzt hier 2 Tage da rumdümpelt, reicht das, um die Technik, die momentan über das MACD, sagen wir mal, neutral ist und leicht, aber auch nur ganz leicht negativ über den Oszillator, um das weiter ein bisschen nach unten zu bringen. Gucken wir mal, wie üblich am Mittwochfilm, auch in die kürzeren Zeiteinheiten. Das sieht schon fies aus. Ja? Wir waren hier drüber. Wir haben da sogar in der 4-Stunden-Kerze deutlich drüber geschlossen. 14.250. Ja, aber das reicht nicht. Ja? Sobald er dann wieder eintaucht, war es das. Und dann haben wir hier so eine klitzekleine Abrisskante bei 14.150. Hier liegt der 20er gleitende Durchschnitt, wobei ich nicht so sehr auf den schaue, bei 13.945. Ja, ich nehme das zur Kenntnis. Aber man kann eins sehen, da muss ich es mal ein bisschen länger reinholen. Das ist diese Linie hier. Na, komm her. Diese hier. Klack, bisschen höher. So. Ich mache die mal, wie mache ich die? Ich mache sie fett. Mal auf 5. Und ich mache sie... Am besten weiß, weißer Adler auf weißem Grund. Ich mache die für euch mal rot. Ich erkenne das jetzt nicht wirklich, aber ihr bestimmt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Die hat schon Bewandtnis. Der Tiefskurs war hier bei 13.864. Das ist auf 4 Stunden Sicht eine Linie, die ich im Tageschart nicht sehe. Auf 4 Stunden Sicht sind wir sowohl über die moderne als auch über die traditionelle Sichtweise negativ und wir haben ein relativ frisches Verkaufssignal. Das geht bis 20 Uhr geht diese Kerze jetzt hier. Von daher muss ich sagen, es passt relativ gut ins Bild. Der Imbiss ist vielleicht ein bisschen ausgedehnter und er kann nach wie vor diese 13.674 sehen oder zumindest das Gap hier. Bei 13.723. Also vom 4-Stunden-Chart darf ich hier momentan nichts kaufen. Das sehe ich zumindest nicht. Gehen wir mal auf die Stunde, die dürfte deutlich tiefer sein.
Ja, von der Technik her. Natürlich auch negativ hier. Negativ über den Oszillator. Und das sind dann so ganz fiese Kerzen, fiese weiße, fiese schwarze Kerzen. Auch hier nach wie vor die 13.870 als Unterstützung. Und danach das Gap bzw. das 50er Retracement. Also ich sehe jetzt für die nächsten, sagen wir mal, 12 Handelsstunden. Dann machen wir 16 oder 20 draus. Sehe ich jetzt nicht wirklich, dass der hier oben rausgeht. Ich glaube, mit Käufen kann man warten. Ich habe euch das jetzt so aufgedröselt, dass ich mehr Scheine habe. Und zwar einen mehr. Zum einen ein 13.350er. Damit sind wir unter dem, ich hole es mal ein bisschen näher ran. Also nicht näher, sondern so, dass man die Historie besser sieht. Wo ist jetzt mein, wo sind meine Scheine? Da sind sie. Den habe ich hier drunter gelegt. Das hier war das Low von Anfang Mai bei rund 13.390. Ich habe den drunter genommen, 13.350. Das ist für den Fall, dass man einfach mal ein bisschen warten kann. Und so in diesem Bereich hier, dann kann man da zugreifen, wenn die Technik nach oben dreht. Das ist der GK1 ZKF, 13.350. Für den Fall, dass ich mich irre und wir nicht diesen Teil hier unten sehen, sondern schon im Bereich hier irgendwo bei der 13.886 irgendwo drehen oder selbst bei der 13.674 gedreht haben, gibt es einen super heißen Schein, der dann richtig heiß wird, weil der momentan hat der einen 26er Hebel. Das ist die GK49KJ. Basis 13.654. Bevor ihr den handelt, schaut nochmal nach, wie sich die Basis verändert hat. Die steigt ja jeden Tag, wie ihr wisst. Vom Put her bin ich hinter dieses Zwischenhoch gegangen. Oder vielmehr in die Nähe dieses Zwischenhochs. Da sind wir hier ganz grob bei 14.600 und ich habe einen gesucht, der ist bei 14.518. Da sind wir hier. Relativ bequem, 25er Hebel, GK4Y5D. Das ist einer, den man durchaus nehmen kann, wenn man davon ausgeht, dass wir diesen Bereich hier, das 50er Retracement, nochmal sehen. Also nochmal, der Markt hat sich super gehalten. Er hat, oder vielmehr ist auch toll gelaufen, er hat jedes Recht auf eine Pause, die erfrischt. Und die kann meines Erachtens nach im Extremfall gehen bis zu 13.674. Viel mehr glaube ich eigentlich nicht. Der Spread, den ich neulich ansprach, zwischen dem Nasdaq und dem DAX, der ist immer noch bei 1.850 Punkten. Ich habe noch nichts gemacht, werde ich aber. Also mit Sicherheit. Ich weiß noch nicht genau wann. Ja, ich will schauen, ob der das wirklich schafft, die 13, die 1.900 oder sowas in der Art zu machen. Das Gold, heute hat es dann mal wieder ein bisschen korrigiert, nachdem es ja hochlief auf 1.833, waren wir vorhin, ich glaube, bei 1.809. Da ist absolut alles in Ordnung. Jetzt sind wir bei 1.823. Das passt auch in die Position rein. Also vor diesem Hintergrund, gebt dem Freund hier mal ein bisschen Pause, aber gebt nicht auf. So möchte ich das mal formulieren. Ich wünsche euch ein Happy Trading. Ah, und fette Beute, aber am Freitag wird es keinen Film geben. Ich bin also ab morgen bin ich dann weg und tingle so ein bisschen durch Deutschland. Ich komme mit viel Glück am Sonntagabend wieder. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe, dann einen Film zu machen. Hängt davon ab, wie viel Stau ich unterwegs begleiten darf. Also, alles Gute. Baba, ciao.